Methode, in linearen Netzwerken zu arbeiten, ist die Methode der Umwandlung. Ja, ich kann also eine Masche, ja, so ein Dreieck, kann ich umwandeln in Knoten, ja, oder ich kann Knoten umwandeln in Maschen. Und diese Verfahren unter dem Begriff Stern-Dreieck oder Dreieck-Stern-Umwandlung bekannt. Ja. Also Netzwerke können lokal umstrukturiert werden. Und die Methode, die da eine Rolle spielt, ist die Stern-Dreieck oder die Dreieck-Stern-Umwandlung. Ja. Wo kann man das sehr günstig anwenden? Wir hatten ja schon Schaltungen besprochen, diese Brückenschaltungen. Ja. Wenn wir da irgendeinen Strom durchschicken und die Brücke ist nicht abgeglichen, ja, können wir das nicht so ohne weiteres berechnen, weil ja hier immer ein Querstrom durch diesen Widerstand fließt. Nicht mit parallelen Reihenschaltungen von Widerständen berechenbar. Und da müssen wir halt gucken, was könnten wir jetzt hier tun. Ja? Und ich habe ja gesagt, man kann die Netzwerke lokal umtransformieren. Und eine Methode ist das vielleicht mal so zu zeichnen. Das ist ja das gleiche Netzwerk. Hier fließt unser Strom I rein. Ja? Und jetzt sehen wir, dass wir hier ein Dreieck haben. Das ist also eine Masche. R1, R2, R3. Also R1, R2, R3, die bilden eine Masche mit drei Knoten. Und das bezeichnet man als Dreieck. Ja, und dieses Dreieck, diese Masche mit diesen drei Knoten und den drei Widerständen in den drei Zweigen, die kann man umwandeln in einen Stern. Ja. Und solche Dreiecke, so mit den Knoten 3, 2, 1, R3, 1, R1, 2 und R2, 3, die kann ich umwandeln in einen Stern. Der sieht folgendermaßen aus. Der hat einen zentralen Knoten. Das ist der Knoten 0. Aber hier ist mein Knoten 3, mein Knoten 2 und mein Knoten 1. Und das sind natürlich nicht die Originalwiderstände hier, sondern es sind zusammengerechnete Widerstände aus den Widerständen hier in diesem Dreieck. Ja? Das ist dann der Widerstand R1, 0. R2,0, R3,0. So, wenn wir sowas jetzt hier oben einsetzen würden, dann wird die Schaltung da oben natürlich deutlich einfacher. Dann sieht die so aus, hier fließt der Strom I. Dann kommt hier, wenn das der Knoten 1 ist, kommt der Widerstand R1,0. Und dann haben wir den Widerstand R2,0. R3,0 und dann haben wir die Widerstände R4 und R5 einfach in Reihe liegen, ja, und jetzt ist es lösbar, ja? Denn wir können die Gesamtspannung, die können wir berechnen, indem wir den Strom hernehmen und den Gesamtwiderstand ausrechnen. Also wenn die Gesamtspannung U gesucht wird, also U ist Fragezeichen, dann können wir den Gesamtwiderstand ausrechnen, R Gesamt, das ist R1,0 plus R2,0 plus R4 mal R3,0 plus R5 geteilt durch R2,0 plus R3,0 plus R4 plus R5. Und mit dem ohmschen Gesetz, ja, kriegen wir also U raus. U ist dann RG mal I. Ja? Und das können wir lösen. Okay, das ist also der Sinn und Zweck dieser Stern-Dreiecks-Umwandlung oder Dreiecks-Stern-Umwandlung. Ja?